Ja, liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt zur dritten Episode von Back to the Future, The Game. Yippie-yay-yay. Wir haben die ersten beiden Episoden ja mehr oder weniger erfolgreich hinter uns gebracht und jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Ich bin ganz gespannt. Ich sage von vornherein, es ist ein absoluter Blindrun, wie bei den anderen Episoden zuvor auch. Aber nochmal, um das zu versichern und klarzustellen, damit ihr wisst, ich tappe hier, sagen wir mal, sehr, wie auch immer, durch die Gegend. Und ich knipse mal hier direkt auf neues Spiel. Wuppdidai. So, dann, bevor es losgeht, das hatten wir auch schon mal. Ich bin unerfahren. Nein, wir haben natürlich das ein oder andere Adventure schon mal gespielt. Ergo wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Intro zur dritten Episode von Zurück in die Zukunft, das Spiel. Der Fluxkompensator fluktuiert. Today Games. In Zusammenarbeit mit Universal Partnerships und so weiter. Donnerstag, 15. Mai 1986. Hilberly. Oha. Back to the Future. Folge 3, Bürger Brown. Oha. Oha. Oh Mann, was machen wir jetzt da? Da hängen wir irgendwie ein bisschen komisch, ne? Aber die DeLorean scheint zu leben. Die Kleine hört irgendwie gar nichts. Hat einen Waldmann am Ohr. Marty. Doc. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Ich kann jetzt schon was machen, okay. So, ich spiele ja wie schon in den ersten beiden Episoden mit Pat, mit Gamepad. Das heißt, ihr seht hier als Cursor nicht den wunderschönen Fluxkompensator, sondern hier dieses Plektron-ähnliche Alien-Gebilde. Und nun ja, wir gucken uns jetzt hier mal ganz gehabt, wie gehabt immer alles an. Ich guck mal ganz kurz, was passiert, wenn ich hier drauf klicke. Keine Sorge, mir geht's gut. Die Werbetafel hat den Sturz abgefangen. Na, das ist doch prima, Marty. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Okay, Mann, was ist das denn? Okay, das ist die Hupe, okay? Oh. Die Schwester mit den tollen bunten Haaren kriegt was mit. Was zur Hölle? Hey, ja, könntest du mir mal... Jennifer? Was? Das ist Jennifer? Oh, okay, was können wir da sonst noch klicken? Dann klicken wir mal Jennifer an. Das ist die dümmste Konstruktion aller Zeiten. Was? Jennifer, ich brauche etwas Hilfe. Martin, du bist es. Ist das ein DeLorean? Ja, klar, Baby, das ist voll der Mega-DeLorean. Ja, es ist ein DeLorean. Was sollte es sonst sein? Wie zur Hölle ist er in der Werbetafel gelandet? Gute Frage. Vergiss das. Hilf mir einfach, in Ordnung. Und wer sollst du sein? Luke oder Bo? Das ist nicht witzig, Jennifer. Welches Datum ist heute? Oh Mann, welcher ist heute? Was? Das sollte ich vielleicht dich fragen. Anscheinend hast du dir den Kopf gestoßen. Ja. Sag mir das Datum, Jennifer. Es ist der 15. Das Jahr. 1986. Okay. Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Alter, du bist ein Zeitreisender. Du musst wissen, dass da vieles möglich ist. Du siehst anders aus, Schwester. Jennifer, du siehst anders aus. Darum geht's nun mal, wenn man sich nicht anpassen will. Das meinte ich nicht. Worauf willst du hinaus? Andere Klamotten?
Was hast du an, Jennifer? Du siehst... genervt aus? Gut erkannt, Marty. Nein, wie ein Punk aus. Eine völlig fremde Welt für dich, du Idiot. Hey, deine Haare sind anders. So schön bunt hier. Ist alles so schön bunt hier. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Was hast du mit deinem Haar gemacht? Das ist Helter's Gelter. Was? Das ist die gleiche Haarfarbe, die ich immer benutze. Tony, irgendwie bist du anders unterwegs heute, ne? Was ist das für eine Einstellung? Ich werde mich nicht wieder darüber streiten. Wir haben schon darüber gestritten? Ich schätze, du hast den Streit gewonnen. Okay, dann geh mal weiter Müll sammeln, Schwester. Egal, ich muss aus dem Auto rauskommen. Gute Idee. Okay. Was machst du denn da unten? Nicht, dass du das je verstehen würdest, aber ich leiste meinen Beitrag zur Kunst in Hill Valley. Und wie nennt man es wohl, wenn jemand mit einem DeLorean durch eine Werbetafel springen wollte? Extrem cool. Woher hast du überhaupt einen DeLorean? Tja. Ist der gestohlen? Yeah. Irgendwie schwer zu erklären. Schon klar. Jetzt komm, Tony, jetzt hilf uns hier mal runter. Irgendwie müssen wir doch die Scheiße hier verlassen können. Kannst du mir runterhelfen? Warum springst du nicht? Ich brech mir den Hals. Und? Okay, ich glaube, sie kann uns irgendwie nicht leiden. Hilf mir mit der Tür. Die Tür klemmt. Kannst du sie öffnen? Ich komme nicht ran. Und schon gar nicht klettere ich unter dem Auto herum. Es fällt mir sonst noch auf den Kopf. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Kannst du jemanden anrufen? Einen Abschleppwagen? Wach auf. Ich habe schon genug Probleme. Ich werde niemandem erzählen, dass dein DeLorean eine Werbetafel zerstört hat. Okay, hast du was Brauchbares? Irgendwas? Vielleicht einen Kugelschreiber oder so? Kannst du mir irgendein Seil zuwerfen? Ah, ich habe nur dieses rostige Eisending zum Dreck gefunden. Das ein Montiereisen? Yeah. Damit sollte es gehen. Wirf es her. Hey, langsam, Martin. Das ist mein Dingsbums. Was gibst du mir dafür? Käuflich, die Kleine. Nun ja, komm, Alter, gib das raus. Wir brauchen das. Wir hängen irgendwie in einer ziemlich beschissenen Situation. Kann ich bitte das Montiereisen haben? Das Montier-wer? Das große Metallteil in deiner Hand. Ach, richtig. Wenn du mir einen guten Tausch anbietest. Ernsthaft, Tony, du siehst so, wir stecken hier mächtig in der Klemme. Jennifer, bitte. Es ist ernst. Das Montierding ist dir echt was wert, ha? Huh? Yeah. Im Moment schon, ja. Dann mach mir besser ein gutes Angebot. Montiereisen, jetzt! Ziemlich zügig! Okay, die Kleine ist eiskalt. Na gut, lass mich mal kurz nachdenken. So, genau, wir müssen mal ganz kurz nachdenken. Überanstreng dich nur nicht, Nerdzilla. Was hat die gerade gesagt? Da müssen wir ganz kurz gucken, wie kam ich denn mal ins Inventar? Ach, Moment, das war es nicht. Ich muss mal ganz kurz mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Ach, okay, der, was haben wir denn da? Abschlussfoto von Marty und Jennifer. Ja, Jennifer ist irgendwie weg. Wir haben hier, ach, noch den Flachmann von Kitten. Wir haben hier eine Zeitung von 31, eine Zeitung von 86. Und nach wie vor das Foto von George McFlee. Gut, verdammt, das wollte ich gar nicht. So, Moment, das müssen wir mal wieder wegmachen. Okay, oh, steuern wir jetzt Jennifer, oder was? Burger Brown? Okay, das ist Doc, aber was zum Teufel ist hier los? Und warum hat Doc eine Glatze? So, warte mal, was ist das? Zum Glück hat das Schild was Fröhliches. Ja, fröhlich, wie man das definiert, weiß ich nicht, aber gut, Ich muss aus dieser Todesfalle raus. Okay, was haben wir denn jetzt hier für Möglichkeiten? Zam, wir können nur Ditte und Ditte. Ah, nee, warte, da war noch was anderes. Okay, was ist das? Das Fenster? Sie klemmt. Okay. Mhm. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich doch im Inventar irgendwas haben. Können wir denn doch tatsächlich... Ah, die Kleine will bestimmt was zu saufen. Okay, probieren wir mal den Flachmann mit Jennifer. So, hallo, Pet. Oh, mein Pet reagiert schon wieder ganz komisch. Oh, was ist das? Das ist es ist kaum noch was drin. Was soll das bringen? Okay, aber das hatten wir noch gar nicht. Okay, das kann ich jetzt gar nicht nehmen. Das heißt, es könnte sein, dass... Na, mit dem Foto kriegen wir doch keinen DeLorean auf. Das ist doch auch ein bisschen schwachsinnig. So. So, aber ich komme jetzt irgendwie... Doch, da ist sie. Ja, genau. Jennifer!
Das ist alles, was ich habe. Ist da irgendwas drin? Yep. Ach, hier. Na, du kleine Schnapsdrossel. Riecht nach Achselschweiß und Fusel. Irving Kittenen? Der Gangster? Yep. Wo hast du den Lange her? Lange Geschichte. Kann ich jetzt das Montiereisen haben? Achtung! Danke. Die Tore können klasse. Wir aber nicht Was werfen. Jetzt? Okay. Ups. Oh. Oh. Okay, das Buch sackt er sich ein. Emmett Brown. Oh, ein Golfkitty oder was ist? Nun, eure Dummheit. Meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft sind erfüllt. Viel Glück mit dem Auto. Du hast es dem großen Bruder echt gezeigt. Aber glaub nicht, dein Betteln um Aufmerksamkeit ändert was zwischen uns, klar? Ändert was nicht. Hör zu, Jennifer. Ich glaube, wir sollten uns über ein paar Dinge unterhalten. Kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Na klar, Martin. Steig ein. Martin? Hey, Jennifer, warte! Sag dir doch, es ist aus, McFly. Ich gehe nie wieder mit so einem Spießer aus. Meine Freundin hält mich für einen Spießer? Mann, kann es noch schlimmer werden. Oh, oh. Solche Fragen sollte man nie stellen. Der schöne DeLorean. Okay, da blinkelt und funkelt und glitzert und ja, scheint nicht sein Tag zu sein. Oha. Das Rad wackelt ein wenig. Doc, ich könnte jetzt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Mhm. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Okay, damit sind wir jetzt im Spiel und ja, das Wort Big Brother beziehungsweise ist gerade gefallen und ich hatte ja im Schluss des letzten Teiles erwähnt, Big Brother kommt ja doch von George Orwell ursprünglich, ist dann irgendwann zu einer Fernsehen-Sitcom verhunzt worden, aber die, sagen wir mal, Geschichte ist ja doch ein bisschen anders. Also jedem sei empfohlen, George Orwell 1984 auf jeden Fall mal zu lesen. Gibt's auch als Film, aber ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen. So, dann gucken wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Was ist denn bitte? Das ist das wackelnde Rad. Wenigstens funktioniert eins der Hoverräder. Hover. Es hält kaum an der Achse. Okay. Es hält kaum an der Achse. Oh Gott, ich sehe mich schon hier wieder diverse Dinge reparieren. Wir gehen jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Wir haben uns ja noch gar nicht angeguckt. Okay, der DeLorean sieht ziemlich scheiße aus. Der Flux-Kompensator. 15. Mai 1986. Das okay. Datum stimmt, aber... Das ist nicht gut. Nein. In der Tat. Können wir da nochmal reingucken? Ach Mann, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal Docs Zeitmaschine zerstört. Man sollte mich einfach nicht mehr an Steuer lassen. Wohl wahr. So, gucken wir mal hier ganz kurz weiter. Da ist noch was. Was ist bitte? Eine Batterie? 12 Volt. Moment, ist das die Autobatterie? Die wurde sicher 2015 mit dem Fusionsgenerator eingebaut. Hat immer noch eine Menge Saft. Cool. Dann können wir den neuen Verstärker, den wir uns dann kaufen, bestimmt gut anschließen. So, sonst noch irgendwas? Atomreaktoren reparieren ist nicht wirklich meine Stärke. Okay, kann Vielleicht ich verstehen. Vielleicht ist da noch Garantie drauf. Müsste Fusion. Rein theoretisch müsste da noch echt lange Garantie drauf sein. Okay. So, dann gucken wir mal hier ein bisschen weiter. Was steht denn da? I'm performing. Okay. Das Schild hatten wir schon gesehen. Wie war das mit dem Laufen? Okay, das war Ditte. Okay. Okay, ich glaube, hier kommen wir gar nicht weiter. Kommen wir nicht weiter? Nein, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Kommen wir nicht weiter? Nein, wir kommen hier nicht weiter. So, wo war laufen? Oh, pardon, Freunde, ich muss mich erst wieder ein bisschen die Steuerung gewöhnen. Ich habe doch ein bisschen hier nicht gespielt. Oha. Weg, raus. Ich habe es nicht gesehen. Hallo. Ich habe nicht drauf geguckt, meine Freunde. Wo war das denn mit dem Laufen? Ganz kurz mal. Fuck, zurück. Permazell. Mhm. Sehr klein und leicht für eine Batterie. Ja. Terminals wie diese habe ich noch nie gesehen. Okay. Vielleicht ist diese Technologie 2015 allgemeiner Standard. Ja, wahrscheinlich. Gehe ich von aus. So, hier raus. So, ganz kurz gucken, wo war das mit dem Laufen? Hä, kann ich denn nicht laufen? Ah,
fuck, Freunde, Entschuldigung. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier. Raus, 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 raus. Okay. Ja, ihr seht, Spiekin 45 hat mal wieder so die ein oder andere Navigationsproblematik, aber das seid ihr ja von mir gewöhnt. So, was haben wir denn hier? Diese Mauer an. Reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Ich dachte, die Mauer ist weg, oder gab es da nicht mal irgendwie so einen Slogan, die Mauer ist weg? So. Was haben wir denn da? Einmal Bommel, Test, bitte. Test. 1, 2, 3, 4. Check. Wer spricht da? Lassen Sie die Finger von der Sprechanlage. Oh, können Sie mich reinlassen? Besucher müssen sich am Nordtor anmelden. Oh. Nordtor? Ich laufe doch nicht einmal rund um Hill Valley. Es muss einen anderen Weg geben. Okay. Was haben wir da noch? Oha. Jetzt haben sie echt die ganze Stadt eingemauert. Wie Berlin seinerzeit. Kommt uns doch irgendwie ein wenig verdächtig vor. Aber, meine lieben Leute, ich sehe auf die Uhr und ich sehe, dass wir die Zukunft erreicht haben. Will sagen, diese Episode, sprich diese Folge, ist beendet. Die erste Folge der dritten Episode. Und 5 gibt's ja insgesamt. Und, nun ja, ich bin mal sehr gespannt, was hier im Big Brother Land so auf uns wartet. Und, oh, verbleibe wie gehabt. Wir sehen uns in der Zukunft, liebe Leute.